Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Premierminister, lieber Fumio, ich freue mich, dich so bald schon wiederzusehen. Erst gestern haben wir uns beim NATO-Gipfel in Washington voneinander verabschiedet und vorher intensiv miteinander die dort zu verhandelnden Themen besprochen. Jetzt sehen wir uns hier wieder. Das war ein wichtiger und erfolgreicher Gipfel, mit dem wir das 75. Bestehen des Nordatlantikpaktes begangen haben. Schön, dass auch du daran teilgenommen hast. Also willkommen in Berlin. Die Beziehungen zwischen Deutschland und Japan sind sehr eng und unsere Kontakte überaus vertrauensvoll. In meiner Amtszeit als Bundeskanzler habe ich Japan bereits dreimal besucht, zuletzt beim G7-Gipfel im vergangenen Jahr in Hiroshima. Nun freue ich mich, dich in Berlin begrüßen zu können. Du bist ja schon in Elmau bei dem G7-Treffen dabei gewesen. Unsere Länder mögen 9000 Kilometer voneinander entfernt liegen, aber uns vereint sehr, sehr vieles. Wir gehören zu den größten Volkswirtschaften weltweit. Auf Platz 3 und 4 der Statistik liegen wir. Das ändert sich immer mal, je nachdem wer rechnet. Wir sind beide Mitglieder der G7, treten ein für Demokratie, die regelbasierte internationale Ordnung und arbeiten auch eng mit den Vereinten Nationen zusammen, wo Japan gerade ein nicht ständiges Mitglied des Sicherheitsrates ist. Und uns eint das gemeinsame Verständnis von der Bedeutung der Zeitenwende. Russlands Überfall auf die Ukraine markierte diese Zeitenwende, die tiefgreifende Veränderung in Deutschland wie in Japan bewirkt hat. Wir erhöhen unsere Landes- und Bündnisverteidigung, um besser gegen aggressive Gewaltherrscher geschützt zu sein. Das erfordert mehr Ausgaben für unsere Verteidigung. Deutschland investiert 2% seiner Wirtschaftsleistung darin und das dauerhaft. Und es erfordert eine intensive, langanhaltende, unverbrüchliche Unterstützung der Ukraine. Genau das tun wir. Nach den USA ist Deutschland der stärkste Unterstützer der Ukraine in der Welt, in politischer Hinsicht, finanziell, humanitär, aber natürlich auch mit Waffenlieferungen. Auch für Japan wird es keine einfache Entscheidung gewesen sein, seine Rüstungspolitik an diese Zeitenwende anzupassen. Ich möchte ausdrücklich hervorheben, dass wir die Entscheidung Japans begrüßen, dass dort hergestellte Rüstungsgüter nun auch exportiert werden dürfen. Je breiter die Basis für die Unterstützung der Ukraine ist, desto besser. Japan unterstützt die Ukraine finanziell in großem Umfang. Dafür gebührt Dank und Anerkennung. Und es hat umfangreiche Sanktionen gegen Russland verhängt. All das zeigt, gemeinsam stehen wir eng an der Seite der Ukraine. Bilateral sind unsere Verbindungen, wie gesagt, sehr gut. Sehr, sehr gut. Unsere Marine ist derzeit im Pazifik unterwegs und wird im Rahmen des Indo-Pacific Deployments auch Japan besuchen und sich an der Überwachung der Sanktionen gegen Nordkorea beteiligen. Heute tritt außerdem ein Abkommen zwischen Deutschland und Japan in Kraft, mit dem wir logistische Unterstützung bei Militärübungen gewährleisten. Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel besorgen uns. Die wachsende Zusammenarbeit von Russland und Nordkorea, die wir seit Monaten beobachten können, ist ein klarer Verstoß gegen die UN-Sanktionen, im Übrigen Sanktionen, die Russland selbst mitbeschlossen hat. Es besteht die Gefahr einer weiteren Destabilisierung dieser Region. Eine Lehre aus der Corona-Pandemie und den geopolitischen Verwerfungen ist der Bedarf an mehr wirtschaftlicher Sicherheit, um Abhängigkeiten von einzelnen Weltregionen oder Zulieferern zu verringern, insbesondere in kritischen Bereichen. Wir haben heute verabredet, einen neuen Dialog zur Wirtschaftssicherheit einzurichten. Und zu guter Letzt haben wir beschlossen, im kommenden Jahr abermals gemeinsame Regierungskonsultationen durchzuführen, turnusgemäß diesmal in Deutschland. Lieber Fumio, dein nächster Besuch hier bei uns ist also schon fest verabredet. Darüber bin ich sehr froh. Herzlich willkommen. Hi. Ja, dass ich heute zum ersten Mal als Premierminister nach Deutschland, nach Berlin kommen konnte, das erfüllt mich mit großer Freude. Bei dir, Olaf, und bei der deutschen Bevölkerung bedanke ich mich für den herzlichen Empfang. Russlands Aggression gegen die Ukraine, die Lage im Nahen Osten, die internationale Gemeinschaft steht vor großen Herausforderungen.
Die europäisch-atlantische und die indopazifische Sicherheit sind jetzt eng miteinander verknüpft. Das wird zunehmend deutlicher. Für die Aufrechterhaltung einer freien und offenen internationalen Ordnung basierend auf Rechtsstaatlichkeit sind unsere bilaterale Zusammenarbeit und Partnerschaft wichtiger denn je. Bei unserem Gespräch im erweiterten Kreis haben Olaf und ich in Anbetracht der genannten Lage vereinbart, unsere bilaterale Zusammenarbeit und Kooperation weiter zu stärken. Deutschland hat in den letzten Jahren sein Engagement in Indopazifik gestärkt. Dadurch konnte unsere bilaterale sicherheits- und verteidigungspolitische Zusammenarbeit weiterentwickelt werden. In diesem Sommer werden deutsche Luftwaffe und die Fregatten Japan besuchen. Aus Japan wird eine Trainingsflotte der maritimen Selbstverteidigungskräfte den Hamburger Hafen anlaufen. Jedenfalls ist das geplant. Und wie Olaf bereits erwähnt hat, das heute in Kraft getretene deutsch-japanische Abkommen zur gegenseitigen logistischen Unterstützung der Streitkräfte, das sogenannte AXA-Abkommen, wird dazu beitragen, die Zusammenarbeit zwischen den Streitkräften weiter zu fördern. Wir möchten auch unser 2+2-Format nutzen, um unsere Partnerschaft im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungskooperation weiter auszubauen. Ich habe heute mit Olaf abgestimmt, dass wir so schnell wie möglich das nächste 2+2-Treffen einberaumen sollten. Zur ersten japanisch-deutschen Regierungskonsultationen im März 2023 in Tokio konnte ich Olaf und einige MinisterInnen aus Deutschland empfangen. Es war ein wichtiger Schritt, der eine neue Tür für die deutsch-japanischen Beziehungen geöffnet hat. Die nächsten Regierungskonsultationen mit Teilnahme deutscher und japanischer MinisterInnen würden wir gerne 2025 in Deutschland abhalten. Und mit Olaf habe ich besprochen, dass wir mit der Vorbereitung beginnen sollten. Wir haben heute auch über die Wirtschaftssicherheit offen diskutiert, und zwar, wie wir die bilaterale Zusammenarbeit in diesem Bereich stärken können. Bei Fragen der Wirtschaftssicherheit sind konzertierte Maßnahmen der verbündeten und gleichgesinnten Länder wichtig. Um die freie und faire internationale Wirtschaftsordnung aufrechtzuerhalten und diese auszubauen, gewinnt unsere bilaterale Zusammenarbeit an Bedeutung, weil wir uns in der Industriestruktur und fortgeschrittene Technologien doch sehr ähneln. Olaf und ich teilen diese Einschätzung und kamen überein, einen deutsch-japanischen Wirtschaftssicherheitsdialog ins Leben zu rufen. In strategischen Sektoren wie Wasserstoff, Halbleiter und Bodenschätze wurden Fortschritte in der bilateralen Zusammenarbeit erzielt, auch im Privatsektor, was ich doch sehr begrüße. Des Weiteren werden erstens Forschung und Entwicklung der Informations- und Kommunikationsinfrastruktur der nächsten Generation Beyond 5G, 6C, zweitens Zusammenarbeit im Cyberbereich und drittens die globale Verwirklichung einer sicheren und zuverlässigen KI durch den Hiroshima KI-Prozess gemeinsam gefördert. Und es wird weiterhin gefördert. Abschließend möchte ich mich bei Olaf und bei den deutschen RegierungsvertreterInnen noch einmal für die Unterstützung bei meinem diesjährigen Deutschlandbesuch bedanken. Und ich freue mich, beim anschließenden Abendessen über unsere Zusammenarbeit in regionalen Angelegenheiten oder in der multilateralen Diplomatie weiterhin offen miteinander diskutieren zu können. Dankeschön. Sankei Shimbun no Chiba to moushimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Kiba von Sankei Zeitung. Frage an Biden. Premierminister Kishida, Sie haben ja jetzt mit dieser Auslandsreise möchten Sie ja die Interesse der NATO-Mitgliedsländer, deren Interesse an die Indo-Pazifik erhöhen.
Insbesondere hier in Deutschland, welche Erwartungen haben Sie an Deutschland? Eine Frage an Bundeskanzler, wie wird sich Deutschland in die Indopazifik einbringen? Welche Vorteile sehen Sie darin für Deutschland? Und in diesem Jahr wird die Fregatte nach Japan gehen. Was würde China dazu sagen? Würden Sie denn weiterhin Ihre Streitkräfte nach Indo-Pazifik entsenden wollen? Ja, dann darf ich zuerst beantworten. Gestern habe ich am NATO-Gipfel teilgenommen, und zwar an den Partner-Session. Das ist das dritte Mal in Folge gewesen. Und ich hatte dann feststellen können, dass die Sicherheitsfrage in Europa-Atlantischen Bereich und in dem Pazifik doch unzertrennlicher geworden ist. Und dieses Bewusstsein, habe ich den Eindruck, gibt es auch in Europa. In der Indo-Pazifik sehen wir auch eine Bewegung von China und Nordkorea, die die sicherheitspolitische Lage erschwert. Und da ist es wichtig, dass Japan und Deutschland, die die gemeinsamen Werte und Prinzipien teilen, noch enger zusammenarbeiten. Und die Kooperation zwischen Russland und Nordkorea oder Russlands Aggression in die Ukraine und wie sich China dem stellt oder auch in der Wirtschaftssicherheitsfrage, da möchte ich mit Deutschland enger kooperieren. Deutschland hat 2022 eine Indo-Pazifik-Richtlinie, Guideline, erstellt. Und das zeigt, dass Deutschland auch seine Streitkräfte in sichtbarer Form in die Indo-Pazifik entsendet und sein Engagement erhöht. Und das ist für uns Japan sehr ermutigend und das bewerten wir hoch ein. In unserem heutigen Gespräch habe ich dann mit Bundeskanzler Scholz über das AXA-Abkommen gesprochen. Ich hoffe, dass die Zusammenarbeit unserer Streitkräfte dadurch gefördert wird. Und wir werden auch weiterhin unser 2+2-Treffen abhalten, um unsere sicherheitspolitische, verteidigungspolitische Zusammenarbeit weiter zu vertiefen. In diesem Bereich und auch in anderen Bereichen möchte ich unsere Zusammenarbeit mit Deutschland weiter vertiefen und mit Bundeskanzler Scholz dann auch eng kooperieren. Das ist mein Wunsch. Ich kann es kurz machen, weil Fumio die vielen Dinge unserer großen Zusammenarbeit ja bereits beschrieben hat und ich das nur unterstreichen will, so ist es. Wir haben eine klare Strategie, die Indo-Pazifik-Strategie. Wir haben auch eine klare Strategie, was die Weiterentwicklung unserer ganz besonderen Beziehung zu Japan betrifft. In dem Sinne haben wir uns ja jetzt auch sehr, sehr oft schon getroffen und nicht nur bei Videokonferenzen im G7-Format und anderswo gesehen, sondern eben real. Und das wollen wir und werden wir auch intensiv fortsetzen. Ganz klar, wir werden Streitkräfte in den Indo-Pazifik entsenden. Deshalb wird es auch den Besuch in Japan geben. Das ist auch alles notwendig, weil die engere Zusammenarbeit jetzt in diesen schwierigen Zeiten geboten ist. Da wird dann nicht nur was gezeigt, sondern ja auch miteinander gelernt, wie man eng zusammenarbeiten kann. Auch das ist wichtig. Gerade wenn wir auf gemeinsamen Vorstellungen bestehen, zum Beispiel der Vorstellung, dass das internationale Recht der Hohen See immer zu beachten ist. Und für mich ist das ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das auch miteinander zum Ausdruck bringen, weil es Frieden und Sicherheit schafft. Ich glaube, dass das genannte Unterstützungsabkommen der beiden Streitkräfte von großer Bedeutung ist. Da geht es im ersten Hinblick um logistische Unterstützung, aber das geht ja weiter, weil damit natürlich eine Intensität der Zusammenarbeit vorangetrieben wird, die in dem Maße nicht existiert hat. Das ist eine wichtige, von großer Bedeutung, eine wichtige Steigerung der Qualität der Zusammenarbeit. Und das soll auch so sein. Wir sehen die Bedrohung, insbesondere, wenn man das mal konzentriert auf Nordkorea. Das gibt ganz klare Resolutionen des Weltsicherheitsrates, von Russland mitbesprochen, beschlossen,
die von Russland jetzt gebrochen werden. Das kann nicht akzeptiert werden. Und das ist eine Gefährdung auch der Sicherheit in der Region. Herr Bundeskanzler, Herr Ministerpräsident, guckt immer noch. Hallo? Ja, okay. Herr Bundeskanzler, Herr Ministerpräsident, ich habe eine Frage zu dem Thema Wirtschaftssicherheit, was Sie eben erwähnt haben. Die Frage richtet sich an Sie beide, nämlich die nach China. Herr Bundeskanzler, können Sie sagen, warum sich die Bundesregierung am Montag in Brüssel bei der Abstimmung über die EU-Strafzölle zu China enthalten will? Gab es da keine Einigung in der Bundesregierung? Sehen Sie das Thema doch nicht mehr allzu wichtig an? Und was sagen Sie zu der Kritik auch aus der Ampelkoalition, dass bei dem Thema Mobilfunknetze Huawei die Übergangsfrist für den Ausbau von Huawei-Produkten bis Ende 2029 viel zu lang ist aus Sicherheitsgründen? Und Herr Ministerpräsident, von Ihnen, wie groß sehen Sie die Gefahr einer Abhängigkeit von chinesischen Produkten, gerade in Hightech-Bereichen wie E-Autos und Mobilfunknetzen? Danke. Ja, China und die Wirtschaftssicherheit. Letzten Monat hatten wir einen G7-Gipfel in Italien gehabt und da ging es um die Überproduktion oder nicht marktwirtschaftliche Politiken und Praktiken Chinas oder wie wir uns dem wirtschaftlichen Druck Chinas stellen können oder wie wir unsere Lieferketten resilienter machen können. Da haben wir uns beschlossen, dass wir als G7 gemeinsam agieren wollen. Japan und Deutschland werden dann auch die Zusammenarbeit in diesem Bereich weiter stärken. Derartige Überproduktion, das ist, wie gesagt, eine nicht marktwirtschaftliche Politik und Praktiken Chinas verursacht. Und dadurch werden andere Industriestaaten in ihrer Wirtschaft geschwächt. Das heißt, dass wir eine freie und offene internationale wirtschaftliche Regelungen aufrechterhalten müssen. Und dabei wäre dann wichtig, dass wir eine Zusammenarbeit in der Wirtschaftssicherheit dann auch stärken müssen. Japan wird basierend auf diesen Gedankengängen mit Deutschland weiterhin zusammenarbeiten. Die gute Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Japan in dieser Frage will ich ausdrücklich unterstreichen. Wir haben ja auch entsprechend hier miteinander vereinbart, ein hochrangiges Dialogformat zu entwickeln zu Fragen der Wirtschaftssicherheit. Da werden alle Aspekte eine Rolle spielen, ob das nun die Frage der Rohstoffe betrifft, wo sie herkommen, aber auch Abhängigkeiten bestimmten für die künftigen wirtschaftlichen Entwicklungen notwendigen Produktionsketten. Aus unserer Sicht sehr zentral ist, dass wir keine Abhängigkeit haben bei Halbleitern. Deshalb ist es so wichtig, dass in Europa jetzt die Halbleiterindustrie noch einmal ausgebaut wird. Von den 19 Projekten, die europaweit vorangetrieben werden und auch unterstützt werden im Rahmen der Regelung der Europäischen Union, finden 11 in Deutschland statt. Das ist ein sehr bemerkenswerter Wert. Und deshalb wird ein großer Teil neuer zusätzlicher Halbleiterproduktionen in Europa, in Deutschland sich wiederfinden. In Magdeburg, in Dresden vor allem, aber auch im Saarland und an vielen anderen Standorten in München und Hamburg gibt es ja bereits entsprechende Kapazitäten, die weiterentwickelt werden und das ist von größter Bedeutung. Wir haben selbstverständlich auch deshalb hier darüber gesprochen, wie wir im Bereich der Telekommunikation diese Abhängigkeiten reduzieren können. Deshalb gibt es das von Fumio erwähnte gemeinsame Projekt 5G und 6G und wie die Weiterentwicklung sein soll. Und Deutschland hat ja jetzt in einer, wie ich finde, sehr vorbildhaften Weise beschlossen durch Vereinbarung mit den Telekommunikationsunternehmen, das, was zur Sicherheit unserer Telekommunikationssysteme notwendig ist, auf den Weg zu bringen. Das auch zu machen in einem Prozess, der von den Unternehmen selbst getrieben und vorangetrieben wird.
und gleichzeitig sicherzustellen, dass der Ausbau unserer Telekommunikationsinfrastruktur und die Schnelligkeit des Ausbaus darunter nicht leidet. Das ist ja dann im Interesse der Unternehmen und der Bürgerinnen und Bürger, dass sie erstklassige Angebote haben, die durch den Veränderungsprozess, der hier vereinbart worden ist, nicht beeinträchtigt werden. Anderswo hat das zu Schwierigkeiten geführt, zu Verzögerungen und manche Entscheidungen, wann man das alles geschafft haben wird, führen nicht zu einem früheren Ergebnis, als das etwa in Deutschland der Fall sein wird. Insofern finde ich nochmal ausdrücklich, das ist eine sehr gute, sehr vorbildliche Vorgehensweise, die sich für viele andere Bereiche empfiehlt, weil es eine enge Kooperation zwischen Unternehmen und dem Staat gibt und die Sicherheitsinteressen gemeinsam definiert worden sind. Im Übrigen ist es so, dass wir davon ausgehen, dass die Zielsetzung der Europäischen Kommission gelingen wird, zu einer Verständigung mit China über die Frage der Elektromobilität zu kommen. Sie wissen, gegenwärtig gibt es kein Problem, das ist die Feststellung der Europäischen Kommission, aber es könnten Probleme auftreten und deshalb soll der Verhandlungsprozess, der jetzt durch die Entscheidung der Europäischen Union auf den Weg gebracht worden ist, genutzt werden, eine solche Verständigung herbeizuführen, die die sehr leistungsfähigen Industrien, die es in Deutschland, aber auch anderswo gibt, in Bezug auf Elektrofahrzeuge auch weiter stärkt. Das sind weltweit wettbewerbsfähige Fahrzeuge, die an der Spitze der Technologie liegen, die keinen Wettbewerb scheuen müssen und deshalb auch keinen Wettbewerb scheuen, aber natürlich immer darauf bestehen, dass die Bedingungen auf allen Seiten fair sind. Und das ist der Gegenstand der jetzt laufenden Gespräche zwischen der Europäischen Union und China. Die dritte Frage, Herr. Von Kyoto, ich heiße Osawa. Eine Frage an den beiden Regierungschefs. Es geht noch einmal über die chinesische wirtschaftliche Druck und Überproduktion. Japan und Deutschland sind doch sehr eng wirtschaftlich verbunden mit China. Und bei dem jetzigen Gespräch haben Sie ja über die Wirtschaftssicherheit gesprochen, wie Sie mit China jetzt umgehen wollen. Wie haben Sie das jeweils dargestellt aus japanischer Sicht und aus deutscher Sicht? Dann darf ich beginnen. Überproduktion oder wirtschaftlicher Druck, diesbezüglich haben Sie gefragt. Es geht ja um freie und offene Regel, darauf basierende internationale wirtschaftliche Regelung. Aus dieser Sicht ist das eine sehr wichtige Fragestellung. Wir sehen ja in den letzten Jahren viele Probleme in der Wirtschaftssicherheit. Und dabei ist es wichtig, dass die verbündeten Staaten, die gleichgesinnten Staaten im Gleichklang sich dem stellen. Ich hatte ja den Vorsitz bei der Hiroshima G7-Gipfel gehabt und jetzt hatten wir auch in Italien ein G7-Treffen gehabt. Und dort haben wir gesagt, dass wir erst einmal als Gruppe der Sieben zusammenarbeiten, insbesondere Japan und Deutschland. Wir haben ähnliche Industriestruktur, wir haben beide hochentwickelte Technologien. Und wenn wir uns beide zusammensetzen, können wir die freie und gerechte internationale Wirtschaftsordnung aufrechterhalten. Und gerade heute, gerade eben, haben wir besprochen, dass wir basierend auf dem jetzt, was ich jetzt gesagt habe, gegen wirtschaftlichen Druck, gegen die Überproduktion China, haben wir sehr viel Zeit genommen, über die Wirtschaftssicherheitsfragen zu diskutieren. Wir haben offen miteinander gesprochen und haben gesagt, wir brauchen ein neues Format, wie wir zwischen Japan und Deutschland über die Wirtschaftssicherheit sprechen können. Und wir haben uns geeinigt, dies ins Leben zu rufen. Also Japan und Deutschland wird gerade für diese Frage weiterhin eng miteinander zusammenarbeiten und weiter diskutieren wollen. Ich unterstreiche das. Deutschland und Japan haben eine sehr ähnliche ökonomische Struktur, sind Platz 3 und 4 der wirtschaftsstärksten Nationen der Welt.
mit unseren im Verhältnis zu vielen anderen dann doch relativ kleinen Bevölkerung. Das ist etwas, was wir natürlich auch als Fähigkeit, als Kompetenz für die Zukunft sichern wollen. Und deshalb ist die enge Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern ganz zentral für eine gute Zukunft, für einen fairen, freien Welthandel, dafür, dass ein Level Playing Field existiert und dass alle die gemeinsamen Regeln beachten. Die von uns gemeinsam vorangetriebene Entscheidung der G7-Staaten in Hiroshima, in Apulien jetzt, in Italien, sind ein Ausdruck für die Zusammenarbeit unserer beiden Länder. Und der Dialog, den wir hier vereinbart haben, ist nochmal ein Thema, mit dem wir das unterstreichen. Wir haben die Kraft, Einfluss zu nehmen auf die Frage, wie sich das in der Welt entwickelt, im Interesse einer guten ökonomischen Entwicklung, von der unsere Länder dann eben auch besonders profitieren. Und das werden wir auch zum großen Thema unserer Politik in den nächsten Jahren machen, weil wir es müssen, weil wir es wollen und weil wir es können. Vielen Dank. Nochmal zurück zur Sicherheitspolitik. Zuerst an Sie, Herr Premierminister. Es wurde ja gerade schon erwähnt, Japan hat die Bedingungen, mit denen Rüstungsgüter ins Ausland exportiert werden können, verändert. Das hat der Bundeskanzler gerade angesprochen. Japan hat Patriot-Systeme. Unter welchen Bedingungen, in welchem Zeitraum könnten Sie sich vorstellen, die möglicherweise auch an die Ukraine zu liefern? Und an Sie, Herr Bundeskanzler, die Frage: Nach der Ankündigung, amerikanische Langstreckenwaffen in Deutschland zu stationieren, hat nun auch Russland reagiert und hat gesagt, sie würden mit militärischen Maßnahmen reagieren. Wird damit Deutschland tatsächlich zu einer Art Zielscheibe, so wie es auch manche Oppositionspolitiker bereits befürchten? Vielen Dank. Hi, also mein ja. Ukraine-Frage. Ja, wir denken als Japan oder in Japan, dass es keine europäische Frage ist, sondern eine internationale Frage, eine Frage der internationalen Gemeinschaft. Wir unterstützen Ukraine in robuster Form und die Russland-Sanktion wird auch von uns aufrechterhalten. Bei der Unterstützung für die Ukraine, da können wir letale Waffen von Japan aus nicht exportieren. Das verbietet unser Grundgesetz oder die Verfassung und unsere Gesetze. Aber trotzdem versuchen wir, eine Maximum an Unterstützung im Rahmen dieser Restriktion zu machen. Sie haben nach der Patriot-System gefragt, also derartige Ausrüstungsgüter. Da können wir in den lizenzhabenden Ländern exportieren. Das ist möglich. Das ist im Rahmen unserer Verfassung und Rechtsgebung möglich. Und das wird jetzt überprüft, dass wir dann an den lizenznehmenden Staaten diese exportieren. Gerade, es geht ja nicht nur um Verteidigungsausrüstung, sondern auch NATO-Treuhandsfonds. Dort können wir unsere Finanzleistung geben, um Drohnendetektionssysteme oder Fahrzeuge oder andere Güter zur Verfügung zu stellen. Wir können auch humanitäre Hilfe leisten und das werden wir dann auch tatkräftig fortsetzen. Ukrainer von heute könnte der morgige Ostasien sein. Unter diesem Krisenbewusstsein oder Bewusstsein werden wir als Japan die Ukraine weiterhin maximal unterstützen. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine stellt eine Zeitenwende dar. So habe ich das im Deutschen Bundestag genannt. Und das bleibt auch unverändert richtig, Zeitenwende. Weil eine Verständigung, die wir über Jahrzehnte hatten in Europa, aber sogar darüber hinaus, dass mit Gewalt keine Grenzen verschoben werden, aufgekündigt worden ist. Dieser Zeitenwende, die der russische Angriff gegen die Ukraine, der ja unverändert mit größter Brutalität vorgetragen wird, bedeutet,
vorausgegangen sind viele, viele Entscheidungen zur Aufrüstung Russlands und die Abkehr von den Rüstungskontrollvereinbarungen, die über viele Jahrzehnte Sicherheit auch in Europa gewährleistet haben. Waffen, die auf Europa, die auf Deutschland gerichtet sind, sind neu aufgestellt worden und haben die Sicherheit des Kontinents, aber auch der NATO-Mitgliedstaaten und auch unseres Landes reduziert. Deshalb reagieren wir auf die Zeitenwende durch die Stärkung der Allianz mit neuen Mitgliedern, zum Beispiel Finnland und Schweden, mit der Tatsache, dass alle möglichen Länder jetzt ihre eigenen Anstrengungen verstärken, dass es auch im Bereich der Rüstungskooperation eine bessere Zusammenarbeit gibt, dass wir mehr Standardisierung bei Produkten durchsetzen, sodass man sich einander aushelfen kann. Und dadurch, dass wir sicherstellen, dass es von den wichtigsten Dingen, die wir für die dauerhafte Gewährleistung und die lange Durchhaltefähigkeit brauchen, immer eine laufende Produktion gibt, die man ausweiten kann, um dafür zu sorgen, dass man gute Bestände hat, in der Rückhand gewissermaßen, aber gleichzeitig eine laufende Produktion, die für diese Sicherheit wichtig ist. Zu den Entscheidungen zählt, dass wir mehr Geld für Verteidigung in Deutschland ausgeben, 2% unserer Wirtschaftsleistung. Das möchte ich noch einmal bildlich darstellen. 2017, das Jahr, bevor ich Finanzminister in Deutschland wurde, hat Deutschland unter 40 Milliarden, 38 Milliarden Euro für Verteidigung für die Bundeswehr ausgegeben. Das wird schon 2027 sich mehr als verdoppelt haben und ist jetzt schon so, weil wir ja 2% der Wirtschaftsleistung kombiniert aus dem erhöhten Haushalt für die Bundeswehr, der jetzt über 53 Milliarden Euro betragen wird, und dem Sondervermögen leisten. Und 2028 wird es dann so sein, dass wir 80 Milliarden Euro für Verteidigung ausgeben, um die Sicherheit zu gewährleisten und das konstant in den Folgejahren auch weiter tun, im Rahmen dessen, was wir über den Bundeshaushalt der Bundeswehr zur Verfügung stellen. Das ist wichtig für viele Bestellungen, die jetzt getätigt werden können. Zu den strategischen Entscheidungen gehört aber auch, dass wir nicht nur alles stärker und effizienter machen, was wir haben, etwa wenn es um Panzer und ähnliches Gerät und Munition geht, sondern dass wir auch die Luftverteidigung verstärken. Wie wichtig die ist, das merken wir gerade in der Ukraine. Und unsere Initiative, viele dazu zu überreden, dass sie auch weitere Luftverteidigungssysteme zur Verfügung stellen, etwa Patriot, hat ja nun gefruchtet, nachdem wir insgesamt 3 Systeme jetzt geliefert haben, schließen sich weitere an. Noch nicht so viel, wie wir das wollen, aber doch erheblich mehr, als man noch Anfang des Jahres befürchten musste. Insofern sind wir mit unserer Initiative erfolgreich gewesen. Aber Luftverteidigung brauchen wir auch in Europa. Deshalb haben wir die European Sky Shield Initiative auf den Weg gebracht, wo mehr als 20 Staaten jetzt schon mitmachen. Was dazu dient, uns vor Angriffen auf das europäische Territorium, das NATO-Territorium, auf unser Territorium besser zu schützen, mit dem System Arrow 3, das in Israel so gute Dienste leistet, mit dem Patriot-System, die in großem Umfang in Deutschland und anderswo noch ausgebaut aufgestellt werden, mit einer gestiegenen Produktion von den dazugehörigen Raketen auf deutschem Boden im Übrigen, die jetzt ausgebaut wird und bald dann auch mehr Kapazitäten hat, mit dem hocheffizienten System IRIS-T, das in der Ukraine so gute Dienste leistet mit seiner hohen Treffsicherheit gegen die Raketen und anderen Drohnenangriffe und Marschflugkörper und Flugzeuge. Und natürlich mit einem neuen System, das an die Stelle dessen tritt, was wir der Ukraine aus unseren Beständen zur Verfügung gestellt haben, nämlich einem Flakpanzer, in dem Fall Sky Ranger. Also 4 Schichten gewissermaßen, in denen wir Luftverteidigung nicht nur für Deutschland, sondern für viele der teilnehmenden Staaten in Europa im Rahmen der NATO-Strukturen gewährleisten. Das ist der Teil, sich gegen das zu schützen, was auf unser Territorium kommt. Aber um sicherzustellen, dass man nicht angegriffen wird, braucht es auch Abschreckung. Das haben wir auch auf verschiedene Weise durch das, was wir an territorialer Verteidigungsmöglichkeit haben und jetzt ausbauen mit den Möglichkeiten, die wir durch die größere Finanzierung der Bundeswehr jetzt schaffen. Aber das müssen wir auch machen, indem wir neben den Systemen, die wir heute schon haben, zum Beispiel Taurus, Marschflugkörpern, auch noch weitere Systeme etablieren. Darum finden Sie in der Sicherheitsstrategie der Bundesregierung
die Anforderung, weitreichende Waffen zu entwickeln und einzusetzen im Rahmen der NATO. Darum habe ich darüber bei der Münchner Sicherheitskonferenz gesprochen und gesagt, wir wollen solche weitreichenden Systeme entwickeln und nutzen. Darum haben wir jetzt eine Vereinbarung getroffen mit engsten Verbündeten, dass wir gemeinsam solche weitreichenden Systeme entwickeln. Und da rein fügt sich gewissermaßen erst im besten Sinne, dass jetzt unser Verbündeter, die USA, solche Systeme, um die es dann im Rahmen dieser Sicherheitsstrategie Deutschlands die ganze Zeit gegangen ist, auch hier stationiert sehen. Das erhöht die Sicherheit wegen der Abschreckungswirkung, weil man nicht aus sicherem Hinterland angreifen kann. Und das, worum es uns immer geht, ist ja, einen Krieg zu verhindern. So klar, wie wir sind und auch bei den Entscheidungen im Rahmen der NATO gewesen sind, zu sagen, es wird keine Entscheidung, keine Waffenlieferung, keine Nutzungsmöglichkeiten von Waffen geben, die zu einer Eskalation des Krieges Russlands gegen die Ukraine, zu einem Krieg Russlands mit der NATO führt. Genauso klar ist, dass wir mit den Entscheidungen, die wir hier treffen, immer die Sicherheit unseres Landes und des Bündnisses im Blick haben. Und dazu gehört, dass wir ausreichend stark sind, indem wir ausreichend aufwenden und das Richtige tun. Dazu gehört Luftverteidigung und die Möglichkeit der Abschreckung selbstverständlich. Für uns ist klar, auch das gehört zu den strategischen Erwägungen dazu, dass es mit dem, was wir tun als Deutsche, immer um konventionelle Systeme geht. Und das alles passt also zusammen und ist eine strategische Entscheidung aus einem Guss, lange diskutiert, lange angekündigt, was die Notwendigkeiten betrifft, überall nachlesbar und auch vielfach beredet. Meine Damen,